Hallöchen, und da sind wir auch zu einer neuen Runde Rage 2. So, wir haben das letzte Mal das Rennen gemacht. Mittlerweile ist schon wieder ein neues Event am Laufen, aber weil ich ja sowieso in der Vorproduktion bin, wird das definitiv schon wieder abgeschlossen sein, wenn ihr diese Folge seht. Leider. Ja, jetzt heißt es zurzeit Teile sammeln, Teile sammeln, Teile sammeln. Also irgendwie Fahrzeugteile oder keine Ahnung was. Heimtückisches Scheißerchen! Halt dich ja fern von mir, sonst zieh ich mir deinen Skalp durch die Nase! Die Frau hat echt Probleme. So, wir könnten jetzt zur Klöberei theoretisch immer und immer Lucien, wieder. Ich hab sie. Ich hab eine Einladung in die Siegerlounge. Ich habe alles gesehen. Du hast es denen echt gezeigt. Das war echter Sportsgeist. Was soll ich sagen? So bin ich nun mal. Bin jetzt unterwegs dorthin. Also, wir haben jetzt natürlich, wir sind jetzt VIPs. In diesem komischen Land hier. Haben natürlich, der Mond sieht geil aus. So, haben natürlich alles gemacht, um da in dieser Siegerlounge reinzukommen. Und jetzt könnten wir rein theoretisch, glaube ich, gegen jeden hier fahren und neue Aussehen für unseren kleinen Flitzer freizuschalten. Ich mach's mal probehalber. Ich versuch's mal gegen ihn. Den Arsch aufreißen. Checkst die Konkurrenz aus, was? Warum willst du das wissen? Nenn mich Miss Lady, wie all meine Fans. Ich trete für Gunbarrel an. Und für die Kohle, kapiert? Hab für Sam gekämpft. Doch dann hatte ich genug von ihrer Scheiße. Merkte, dass sich mit dem Scheiß hier mehr Zaster machen lässt. Die Rennen lohnen sich also? Okay, also man kann immer wieder mit denen reden, aber die Mission nimmt man wohl über ihn hier an. Ich weiß es nicht. Heiß auf ein Rennen! Ich schieß dir jede Menge neue Löcher rein! Schau her, Mixer! Schau her und mach dir ein Hemd! Hoffentlich weiß ich noch, wie man mit diesem Ding fährt. Oh, ein Mann am Blutstein. Nee, scheiße. Du Kampf, die Golden Rod, du Dicken, Sir. Oh, na. Ist jetzt genau dran, wenn ich... Die haben wir, das dürfen. Das ist wirklich schwierig. Wenn man jetzt eine der Woche lang gezockt hat, ist es wirklich verdammt schwierig, die Fahrer noch so gut zu steuern. Daran kann ich mich erinnern, dass es genauso im letzten Mal beim letzten Mal passiert ist. Musik ist immer geil. Angeblich soll man ja mit jedem... Alter, hä? Guckt euch das mal oben jetzt links an. Jetzt bin ich auf immer auf dem zweiten Platz. Also irgendwie... Also das Rennen hat definitiv eine Macke. Ich bin auf dem ersten Platz gewesen die ganze Zeit und jetzt bin ich schon wieder auf dem zweiten Platz. Das Rennen hat eine Macke. Also entweder bescheißen die hier wie Sau. Also
Da macht es ja überhaupt keinen Spaß, noch das Rennen zu Ende zu fahren. Wenn das Spiel das macht, was es will. Ja, das ist ja. Da betrügt er noch. Das kann nicht wahr sein. Eine Zeit erster Platz, keinen vorbeigelassen. Und auf immer zweiter Platz. Das sollten die mal lieber doch ein bisschen fixen. Also das ist ja wirklich sehr makaber. Das ist echt makaber Scherz. Wie gesagt, sie sind alle hinter mir. Also wenn das wirklich immer, wenn es wirklich mal ab und zu mal so ist, dass es wirklich hier dieser, also das war ja beim ersten Rennen schon so, ich die ganze Zeit erster gewesen, fupp, zweiter Platz, dann habe ich ja eben das eine Rennen gewonnen und dann wieder, und jetzt wieder, fupp, zweiter Platz, hä? Also da sollten die Entwickler doch nochmal checken, ob da nicht irgendwas verkehrt läuft. Das ist ja echt traurig, das ist nervig. Genau, nervig ist richtig. Richtig. Das ist ein A rauf. Oh, wie lang ist Licht? Und raus. Na gut, ich habe auch Fahrfehler gehabt, aber das hat mich trotzdem keiner überholt. Hat man ja gesehen. Wir waren ja auf der Anfang der, am Anfang der zweiten Runde und da ist einer schon im Ziel gewesen. Das hat uns keiner überholt. Naja. So, jetzt holen wir uns diesen Außenposten. Den wollte ich ja schon mal holen. Stopp hier lang. So kriegt man da diese Teile. Mit solchen Methoden oder von den Fahrzeugen, die man da. Ah, bestimmt von den Konvois. Also das Event besteht jetzt zurzeit darin, 10.000 Teile zu sammeln. Also das ist so eine Community-Aufgabe. 10.000 Teile sammeln. Ja, und am Ende wird dieser, den die jetzt bei der E3 vorgestellt hatten, ich denke mal, der Läufer wird dann freigeschalten. Ist aber auch interessant, dass sie jetzt schon den Läufer freischalten wollen. Ich habe gedacht, es wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Also wer sich das von Bethesda angeguckt auf der, bei der E3. So. Okay, warum jetzt hier so viel? Ach, bestimmt wegen Konvoi. Also unten sind schon welche angefahren. So, Waffenwechsel. Da holen wir uns mal dieses Gebiet. Kaum angefangen und schon das erste Mal. Man merkt, ich bin auf der Liebe. Eine Woche nie gespielt, ich bin auf der Liebe. Boah. Der ist hart. Knallhart über den Stacheldraht. Wow. Aua. Die mit den Granatwerfern, die treffen jetzt ja gerade eben schon definitiv besser. Oder mit dem Raketenwerfer. Das ist ja traurig und gruselig zugleich.
schmore da schon. Ich lebe dort schon. Monster Bash müsste ich nochmal machen, um diesen Waffenskin freizuschalten. Weil bei Monster Bash TV, der Waffenskin, sieht eigentlich schon relativ passabel aus. So schlecht finde ich ihn nicht. Ich versuche nur hochzukommen. So, 4 Lagerkisten. Ich habe schon eine gesehen, die ist da oben. Da. Wow. Was ist mit Töten? Ist das nicht? Nee, Kumpel. Das ist neu gewesen, dass da Sprengstoff drin ist. Böser Witz. Kein Bock drauf. Alter, es gibt nichts Besseres. Versuchen wir uns mehr Zeug zum Zischen. Klick. Mein Weg ist das Wasser. Alle Goons sind weg. Vertreib die Goons. Aua. Aufhören, das direkt vor mir zu zerstören. Rein theoretisch müsste hier noch irgendwo inne sein. Nur von der Theorie her. So, da fehlt noch eine Kiste. Bestimmt irgendwo unten versteckt sein. Weil 3 hier oben und wahrscheinlich eine unten irgendwo. So, das war der Weg nach oben. Ja, dann gucken wir mal unten auf dem Fußboden nach. Im Fahrzeug? Nein. Oder hier oben drauf? Nein. Die steht Walker, bestimmt irgendwo. Dr. Quasi ist noch da draußen. Wir müssen ihn finden. Ja, ich weiß. Ich bin an der Sache dran. Ja, stopp. Nee. Schade. Ein böser Zeigefinger. Keine Kiste. Man kann sich also auch verbrennen. Stufenkopf, ja, das ist schon seit zig Jahren möglich. Hinspielen.
Irgendjemand, der die Kiste schon gesehen hat, das schreit mal ganz laut hier, so dass ich das höre. In der Vergangenheit. Das wäre nett. Ich finde es auch komisch, dass man da nie reinkommt. Zwei Echse. Echse bedeuten immer, dass da was ist. Da war ich wieder mal zu eilig unterwegs. Die haben wir. Da war ja Dynamit drin. Dynamite waren da drin. Ich will keine Zeit schenken, ich will wirklich nur diese verdammte, der wird geballert, verdammte Kiste haben. Okay, also auf dem Dach sind auch schon mal keine. Hier waren zwei. Es fehlt noch eine. Es fehlt nur eine einzige Kiste. Und ich sehe die kein Zentimeter. Das habe ich schon bei einer Videoaufnahme, bei einer anderen Videoaufnahme gesehen. Ich bin wirklich einmal, dreimal an einer Kiste vorbeigegangen, bevor ich sie gefunden habe. Und das hier artet gerade wieder zu sowas aus. Aber im Dunkeln ist es hier aber verdammt furchtbar. Die wird wieder an irgendeiner Stelle liegen, die total offensichtlich ist. So offensichtlich, dass ich das nicht mitbekomme. Oh. Ups. Ich guck gleich mal da vorne nach. Das kann doch nicht wahr sein. Das muss doch hier irgendwo sein. Das wäre jetzt ein böser Trick gewesen hier vorne. Wo denn jetzt? Warte mal, hier geht's auch noch runter. Ach, deswegen waren hier vorne Gegner angezeigt. Da ist die letzte Kiste. Wer hat damit gerechnet? Ich nicht. Und ich suche dort oben wie verzweifelt. Naja. Konvoi. Aber wir haben das verkehrte Auto dafür. Wow. Das kommt davon, wenn man nicht auf dem Bildschirm guckt beim Spielen. So, erstmal die Karte. Hä? Wir haben die Kiste immer noch nicht. Das war doch die Kiste. Wir haben die Kiste immer noch nicht. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so siegessicher, dass wir jetzt die letzte Kiste haben. Ist es nicht.
Wo sollen die denn bitteschön sein? Das ist nervig. Da ist er. Da ist er. Böse Kiste. So, aber jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Egal, jetzt haben wir sie. Gut versteckt. Und nicht, und das war mal eine, die nicht so offensichtlich versteckt war. So, eigentlich müssten wir die Arche holen. Damit wir wieder mal ein bisschen stärker werden. Und theoretisch müssten wir hier hinten hin. Und Monster Bash TV machen. Puh. Das hatte ich auch schon einmal gelöst. Ist auch nie so einfach. Durch der Rast. Trench Water. Ach. Wir machen weiter Lager. Wir holen uns jetzt den Lager dort oben. Ich habe jetzt mir nie angeguckt, welche Schwierigkeitsstufe die haben, aber wir holen uns. Boing. Alter, wird man richtig besoffen beim Autofahren. Die auch noch einen Kilometerzähler in den Fahrzeugen drin haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist es egal mit den Kilometern. Boxen, Stuff, ey. Autos. Schade. Hab schon beinahe gedacht, die kann man jetzt. Okay, den kämpfen wir. Oder den. Guten Tag. Wie geht's denn Ihnen? Hallo. Dann. Munition ist maximal. Hallo? Die Damen? Hallo? Hallo? Dich kenn ich doch irgendwo, ja. Schmolllippe. Schöne Bar. Hallo? Fortschritte, die muss ich öffnen. Guten Tag. Hallo. Der Arnold will nicht mit mir reden. Bin ich enttäuscht. Oh, was ist? Infos beschafft. Vermisster Barkeeper. Mein Barkeeper Ex hat die dringende Nachricht bekommen, dass er nach Hause zu seiner Familie kommen soll. Er meinte, seine Mutter sei schwer krank. Das war vor 4 Wochen, seitdem hat keiner mehr was von ihm gehört und ich mache mir allmählich Sorgen. Können wir den nächsten Händler, der in die Lagune vorbeikommt, fragen, ob er bei Whitwood nach dem Rechten sehen kann? Fragezeichen? Ja.
Ich bin der nächste Händler. Ihr könnt mich fragen. Ich guck vorbei. Hallo. Hallo. Da redet einfach nicht mehr. Ich fühle mich so ignoriert. Genauso. Die ignorieren mich alle. So. Wo könnte hier die zweite Kiste sein? Ach, da ist er. Und Ortschaft bereinigt. Sorgen wir es mal so. Und jetzt hole ich mir dieses Auto. Ja, ich weiß, wo ich die Karre hinbringen soll, aber ich bringe die nicht dahin, wo ich die hinbringen soll. So, auf der Karte markieren. Oh, wir sind hier auch an einer Stelle vorbeigefahren. Ups. Wow. Okay, das wollte ich einfach mal ausprobieren, ob ich das wirklich hinkriege, die Viecher zu überfahren, aber die sind ja gleich explodiert. Stufe 5. Ja, ist klar. Wird also ein etwas schwieriger Kampf. Hey Lilly, dieser Ort hier scheint gefährlich zu sein. Du bist nicht mehr in Vineland, Walker. Bereite dich lieber gut vor. Hier brennt's! Ruf die Feuerwehr! Drei Lagerkisten gibt's hier nur, okay. Da war ja der Nahkampfangriff. Sehen teilweise so aus, als hätten sie diese alten Blümchen-Badekappen auf, aber ich hab's mir nie so genau angeguckt. Okay, von der Stufe 5 Anlage hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr Aua vorgestellt. Also nicht, dass ich jetzt schmerzgeil bin, aber ich meine ja nur so. Alle Guns sind weg. Ich räume hier alles auf. Schade. Ist schon mal einer. Und mal auch wieder kein Dynamite drin. Dynamite. Oh, schade. Oh, da kommt man hier rein. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, die Dinger auszuschalten. Ich mach's einfach. Vielleicht hat er jetzt mittlerweile einer von euch schon einen Plan. Warum man die ausschalten kann.
Na, wo ist die letzte Kiste versteckt? Ach, hier ist auch wieder finster wie im Bernarsch, ey. Okay, hier geht's nicht rein. So, da hinten sind wir lang. Jetzt gehen wir hier lang. Hier geht's rein. Oh, da finster wie im Bernarsch. Wenn jetzt hier eine Kiste steht, habe ich verloren. Also dieses... Also hier gibt es irgendwie ein komisch... Hier gibt es ein komisches Geräusch. Ich weiß nicht, ob es von meinem Rechner kommt. Oder ob es aus dem Spiel kommt. Boah. Ekelhaft. Oh. Hallo, was möchten Sie haben? Ich hab Bananen. Und ich hab Willy Wonkas Schokoladentafeln. Hallo? So, eine Lagerhalle. Aber ich sehe hier auch wieder nicht die Kiste. Also die letzte Kiste macht es mir wieder nicht einfach, obwohl die bestimmt wieder urst einfach zu finden ist. Und wir haben so viele Häuser hier und die liegt nirgends. So. Nochmal. Eine war ja, glaube ich, hier in diesem Haus drin, oder? Vor allem, dass auch die Container man nicht aufmachen kann, das ist auch wieder ärgerlich. Ja, ich glaube, den Rechner muss ich definitiv wieder unter den Tisch stellen. Aber die Vorrichtung muss ich mir erstmal noch kaufen. Na, hier oben geht er mir doch ganz schön auf den Kranz. Wenn's der Rechner ist, was ich glaube, weil das ist immer gleichbleibendes Geräusch. Ich hoffe mal, dass nur nicht auf der Tonaufnahme mit drauf ist. Ansonsten tut's mir sehr, sehr leid. Wie gesagt, ich vermute mal, dass hier irgendwo in den Ecken hier, wo ich nichts sehen kann, die Kisten liegen. Das hast du gedrückt, egal. Haben wir mal ein bisschen LSD. Kannst du machen, was du willst. Das ist LSD, was er sich hier reinjagt zum Overdrive. Angelegenheit. Da jetzt nicht rein. Doch, da kann es doch hier unten irgendwo sein. Verdammt. Da ist noch eine Kiste. Mit Schrotflintmunition. Die Dinger müssen wir auch noch mitnehmen wieder. Den Fokus anstrengen dafür. Feldtrieb brauchen wir ja.
zum Freischalten der Stufen. Kann die sein, ne? Wir haben das zweite Lager und ich mache erst die Folge zu Ende, wenn wir die Kiste gefunden haben. Punkt. Oh, jetzt wird es Ewigkeiten dauern. Wir haben schon Überlänge. So, ich hätte beinahe gedacht, hier oben kann es ja auch sein. Warte mal. Oben. Wo kommt da oben hin? Hier war ja die eine Kiste drin. Ne? Ich vermute mal, da oben ist die zweite. Irgendwie muss man ja da hochkommen. Keine Kiste. Verdammt! Schon so fast sicher. Oh. Da ist er. Na gut, so auffällig war sie nie. So. Haben wir die letzte Kiste jetzt auch noch in diesem Lager gefunden. Haben in dieser Folge leider nur zwei Lager geschafft. Das dritte kommt in der nächsten Runde. Aber bis dahin, macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.